Geimpft, genesen oder getestet? Das ist zurzeit erforderlich, wenn ich zur Arbeitsstätte möchte. Aber wie sieht das aus mit dem getestet? Muss mein Arbeitgeber mir zwingend einen solchen Test anbieten, dass ich damit wirklich den Nachweis nach diesen Anforderungen der 3G-Regelungen erfülle? Das ist gar nicht so klar. Wie ich das genau meine, mag vielleicht verwirrend sein, aber erkläre ich auch, genauso wie das Ergebnis in diesem Video. Zurzeit gilt 3G am Arbeitsplatz, also geimpft, genesen oder getestet. Ja, und 2 Tests muss der Arbeitgeber ja in der Woche auch seinen Mitarbeitern anbieten. Also liegt die Vermutung nahe zu sagen, ach ja super, 2 Tests kann ich ja auf jeden Fall im Betrieb machen. Ja, kann man. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber das Problem ist natürlich, dass die Anforderungen an diese Tests, damit man zur Arbeit gehen kann, größer sind als die Anforderungen der Tests, die der Arbeitgeber zur Verfügung stellen muss. Ihr seid verwirrt? Okay, ich erkläre es näher. Grundsätzlich ist es möglich, dass euer Arbeitgeber euch einen Selbsttest zur Verfügung stellt. Das heißt, den könnt ihr einfach zu Hause machen, euch testen und sehen, positiv oder negativ. Das würde aber nicht reichen, um zur Arbeit zu kommen. Also sprich, ihr könnt nicht einfach mit dem Selbsttest, den ihr zu Hause gemacht habt, zur Arbeit kommen und sagen, oh, guck mal, lieber Chef, das ist der Selbsttest, den du mir zur Verfügung gestellt hast. Den habe ich jetzt zu Hause gemacht. Der ist doch negativ, also lass mich doch bitte auf die Arbeit. Nee, so geht es nicht. Selbsttests sind möglich, um auf die Arbeit zu kommen, ja, aber dann müssen sie sozusagen unter Aufsicht gemacht werden. Dann muss jemand dabei sein, jetzt nicht zwingend der Chef, es kann auch irgendjemand anders aus dem Betrieb sein, aber der muss quasi diesen Selbsttest beaufsichtigen, so muss man das sagen, und natürlich auch Hilfestellung leisten, der muss entsprechend unterwiesen sein in diesen Tests, aber ja, dass jemand so im Betrieb ist, das muss der Chef nicht gewährleisten. Der muss euch zwar die Tests geben, also sozusagen die halbe Miete hat er schon, nämlich die Hälfte vom Selbsttest, dass der Test da ist, aber um eben damit auch dann quasi zur Arbeit zu dürfen, müsst ihr bei einem Selbsttest noch eine 2. Person haben, die das Ganze eben überwacht. Und wenn der Chef das nicht stellt, ja, dann könnt ihr diesen Test vom Chef leider nicht nutzen, um zur Arbeit zu kommen. Das ist total blöd. Meistens wird es auch in den Betrieben anders gemacht, aber es gibt diese Diskrepanz, dass eben die Tests, die der Arbeitgeber anbieten muss, die müssen nicht die Anforderungen erfüllen nach § 28b. Das solltet ihr auf jeden Fall vorher miteinander besprechen, dass es dann nicht böse Überraschungen am Morgen der Testung gibt, wenn ihr zur Arbeit möchtet.